Hallo, ich bin Sophie Hunger. Ja, ich habe schon als kleines Kind einfach eine andere Beziehung zur Musik als meine Geschwister. Das hat man schon gemerkt, dass da irgendetwas noch eins mehr war irgendwie, als bei den anderen Geschwistern. Ich habe auch in der Kirche in England, in der Schule, immer sehr laut gesungen und auch schon das Gefühl gehabt, für wenn das der Refrain ist und dass das so der wichtige Teil ist vom Lied. Und dann, ja, auch sehr obsessiv Musik gehört, als Kind schon irgendwie 500 Mal das gleiche Lied von Ray Charles, bis ich es wirklich genau kann singen wie er, so dass man es eigentlich nicht mehr gehört hat, dass ich dazu mitsinge. So ein bisschen, ja, einfach ein bisschen übertriebene Nähe zur Musik gehabt. So, ich glaube, das hat man so ein bisschen gemerkt. Und dann, als Teenager konnte ich das nicht so zeigen, weil ich mich nicht so getraut. Aber nachher, so mit 18, 19, habe ich angefangen, Bands zu haben. Zuerst habe ich gespielt in einer Band, die heisst Less. Dann mit Café Goretto war so eine Funkband, da habe ich Backing Vocals gesungen. Superterz war so eine Elektroband. Nachher hatte ich Fischer, meine erste so richtige Band. Anfangen auch aufnehmen. Und dann mit 23, 24 habe ich irgendwie angefangen, ganz allein aufnehmen. Einfach nur mit mir. Und dort hat es nachher angefangen, für mich, Sophie Hunger, das Leben, wo bis jetzt nicht aufgehört hat. Ja. Nein, also mir waren all meine Bands genauso nah wie das, was ich jetzt mache. Und ich habe das Gefühl, dass all die Bands, die ich vorher hatte, die andere Musikrichtungen waren, waren wie eine Schule. Es war wie meine Ausbildung, die ich sonst nicht genossen habe. Und jetzt, aber nachher das mit Sophie Hunger war echt das, wo so ganz klar einfach viel mehr Reaktionen ausgelöst hat, also von außen, vom Publikum. Und ich bin nachher auch dem gefolgt. Aber ich weiß, manchmal denke ich ja, es ist eigentlich nicht, also ich habe jetzt nicht bewusst irgendwie wollte Singer-Songwriter werden. Das ist einfach so die stärkste Strömung von den Sachen, die ich gemacht habe. Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, dass der Erfolg in meinem Land, lokal, das hat mir am Anfang sehr viel, sehr viel Energie gegeben. Und auch so eine gewisse Portion Übermut vielleicht, auch leichte Arroganz, vielleicht, wo mir so Kraft gegeben hat, um einfach ganz selbstverständlich gewisse Sachen zu machen, wo ich vorher vielleicht noch gezweifelt hat, ob das aber einfach selbstverständlich, ja, natürlich geht man auf Paris, natürlich geht man auf London, natürlich hat man so, einfach hat man so eine Kraft gegeben. Aber dann ist es so, dass in meinem Metier, in der Musik, was viel schwieriger ist, als einmal Erfolg zu haben, ist, dass man bleibt. Und das ist eigentlich das, was ich nachher ziemlich schnell mal realisiert habe. Und das ist viel schwieriger. Also, und ich glaube, mein Traum ist jetzt mehr das, dass ich bleiben kann. Und weniger jetzt irgendwie den Erfolg messen, so quantitativ irgendwie möglichst viel zu verkaufen oder so, sondern wie kann ich
ja, wie muss ich es machen, dass ich mein Leben mit dem kann verbringen und nicht nur einen kurzen Moment von meiner Jugend. Ja. Ja, vielleicht ist es so, ich musste ein bisschen erwachsen werden in dieser Pause, weil in meinem Beruf ist halt alles zyklisch. Du fährst immer wieder bei Noah, oder? Du schreibst Lieder, dann machst du CD, dann bringst du sie raus und dann gehst du auf Tour. Und wenn das vorbei ist, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und, also, du kannst immer nur so weit vorne schauen, wie du selber deine Zukunft kreierst. Oder es gibt keine Sicherheit. Und das ist etwas, das sehr viel Energie braucht. Es hört nie auf. Du bist nie einfach easy jetzt auf diesem Weg. Du musst den Weg, sozusagen der Asphalt, auf dem du läufst, musst du die ganze Zeit selber wieder legen. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist echt der Beruf. Und ist so. Und ich glaube, es gibt so eine Phase, wenn man Musiker ist, gibt es so die erste Phase, wo man so die Träume hat und denkt, ah, mein Traum ist es, Musiker zu werden. Und dann gibt es so wie eine zweite Phase, wo man so denkt, ah, jetzt bin ich Musiker, so, was das eigentlich auch alles bedeutet. Ja, und ich glaube, das war so eine Zeit, wo ich einfach auch verstanden habe, dass es jetzt, ja, die Energie musst du dein Leben lang aufbringen, immer wieder bei Noah zu fangen. Und das hört nie auf. Ja. Ja, also, nein, ich habe... Also, ich denke viel an meine Identität als Schweizerin. Ja, vielleicht auch so eine gewisse Sentimentalität gegenüber der Schweiz, wo viele andere Schweizer Künstler vielleicht weniger haben, weil sie da aufgewachsen sind. Und ich bin viele Jahre nicht in der Schweiz aufgewachsen. Und hat das immer so, ja, es war für mich halt immer so ein bisschen das Paradies gewesen, die Schweiz. Und ich habe diese Sentimentalität nie verloren. Also, ich habe natürlich auch eine rationale Ebene, wo ich die Schweiz so, wie soll ich sagen, kritisiere. Aber das hat alles damit zu tun, dass ich mich irgendwie als Teil davon sehe. Aber so emotional, also, ja, sehe ich mich ganz klar als Schweizerin. Und ich habe das überhaupt nicht verloren, nur weil ich nicht mehr hier wohne. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, was ich sagen kann, oder was mir schon aufgefallen ist, ist, dass wir eigentlich noch eine gute, so kulturell gesehen, eine gute Mischung waren. Weil wir haben so das Alemannische, oder? Aber wir haben eben auch das Latinische, also so das Sinnliche, was zum Beispiel die Deutschen nicht haben. Das haben wir Schweizer. Das sind wir uns gar nicht bewusst. Und gleichzeitig haben wir so die leichte Obsession mit Qualität. Also wir sind sehr gut in dem, was wir machen. Wir haben sehr ausgezeichnete Instrumentalisten. Und wir haben gerne, wenn es gut tönt. Wir nehmen gerne CDs auf, die gut tönen. Wir tun all diesen Sachen sehr viel Bedeutung schenken. Und ja, ich glaube, die Schweizer haben sehr viel Talent für die Musik. Also wegen dem. Und es überrascht mich nicht, dass es sehr viele gute Musiker gibt. Mhm. Nein, also ich tue auf alles gerne schreiben. Ich habe das irgendwie, das ist so die Frage, die stellt mir immer. Das ist so die Frage. Und das ist die Frage, die mir am meisten gestellt wird und die ich am wenigsten beantworten kann. Ich weiß es nicht. Es sind so wie verschiedene Persönlichkeiten, die irgendwie bei. Will ich etwas sagen? Will ich leben?
Ja, also, was mich freut, ist, dass durch die Nomination sagt mir, dass ich vom Bund, also ja, vom Staat auch, als Teil der Schweizer Musikszene anerkannt werde, wo bestimmte Wert hat. Und das ist natürlich sehr eine schöne Auszeichnung. Also, dass man vom Land einfach anerkannt wird und das Land einem durch das wie sagt, das, was du machst, gehört zu uns. Und das, ja, das berührt mich. Also, das lässt mich nicht kalt. Und auch eben durch das, dass ich viel nicht sehr nahe bin, ist es auch so wie ein Zugehörigkeitsgefühl, wo das entsteht, dass ich Teil der Schweizer Musikszene bin und da drin eine Rolle habe. Ja, das bedeutet mir etwas, ja. Ja, also aber einerseits tun ich Lieder schreiben für mich, für meine Band und tu die aufnehmen und gebe CDs raus und mache Tourneen mit meiner Band. Und andererseits tun ich auch viel schreiben jetzt für zum Beispiel Theater oder für Film und auch für andere Leute. Also ein bisschen Ghostwriting. Das nimmt auch immer mehr Platz ein. Ja, das ist so ein bisschen, oder manchmal arbeite ich auch mit Künstlern zusammen, wo ich ihre Sachen muss interpretieren muss. Das, ja, ja, so ein bisschen, ein Teil von meinem Beruf ist sehr öffentlich. Und aber ein grosser Teil ist jetzt immer mehr auch so, ja, nicht öffentlich, also wo ich daheim schreiben, komponieren, ja. Okay, also Moment, muss ich schnell überlegen. Ja, also Bern ist wirklich meistens sehr, sehr irgendwie sehr herzlich. Lausanne auch. Dann Paris ist auch immer und Berlin ist einfach. Dort habe ich das Gefühl, ich kann zu machen, was ich will. Und irgendwie interessiert immer irgendjemand. Ja, das ist, dort habe ich immer das Gefühl, ja, wie so ein Freibillett bekommen. Ich weiß nicht von wem, aber. Ja. Und Köln ist auch sehr, immer sehr herzlich. Ja.